Wenn John Daly mit seiner Tochter durch die Fußgängerzone der Hauptstadt La Valletta läuft, ist die Sympathie für den Politiker mit Händen zu greifen. Doch genau diese Beliebtheit wurde ihm politisch zum Verhängnis. Weil er in Bestechungsverdacht geriet, zwang ihn Kommissionspräsident Barroso in Brüssel zum Rücktritt. Auf einer so kleinen Insel, wo jeder jeden kennt, sind die Grenzen zwischen persönlicher Freundschaft, politischer Kollegialität und Einflussnahme nicht leicht zu ziehen. Malta, ein Kalksteinfelsen im Mittelmeer. Am südlichsten Zipfel Europas vor der sizilianischen Küste gelegen. Als Brückenkopf zu Afrika hat die winzige Insel mit heute etwas mehr als 400.000 Einwohnern eine bewegte Geschichte. Erst 1964 kam die Unabhängigkeit von der britischen Krone. Vor knapp 10 Jahren wurde Malta Mitglied der Europäischen Union. Bei den Beitrittsverhandlungen war Vogelschutz ein wichtiges Thema, denn die Jagd auf Trophäen ist in Malta ein Volkssport bis heute. Der Flamingo, der in diesem Reservat eine Reisepause einlegte und von Wilderern erschossen wurde, verdrängte für einen Tag Maltas derzeitiges Hauptthema aus den Schlagzeilen, die politische Hinrichtung John Dullys. Die Journalisten der Tageszeitung Malta Today machten ihre Online-Ausgabe mit dem Flamingo-Mord auf. Eine Abwechslung für die Leser und für die Journalisten, die sich seit Wochen mit dem Dully-Skandal befassen. Jedes Mitgliedsland sendet einen Vertreter in die mächtige EU-Kommission nach Brüssel. Der Job hat viel Prestige. Dass Dully gehen musste, bedeutete für ganz Malta eine Niederlage. Die Geschichte begann im Februar 2010. Da schickte die damals regierende konservative Nationalpartei ihren ehemaligen Finanz- und Sozialminister nach Brüssel. Beobachter sagen, er wurde weggelobt. Am 16. Oktober 2012 musste er wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Der angesehene Politiker stand vor den Trümmern seiner Karriere. Meine Geschichte war auf der Titelseite aller großen Tageszeitungen. Ich wurde wie ein Nichts behandelt. Dabei war ich EU-Kommissar. Was bedeutet das für einfache Bürger, wenn sie mit den europäischen Institutionen in Konflikt geraten? Welche Behandlung erwartet sie dann? In Malta wurden die Ermittlungen gegen John Dully inzwischen eingestellt. Doch das Rätselraten geht weiter, wie er in den Schlamassel geraten konnte. Die Affäre ist so kompliziert wie ein Schachspiel, das gleichzeitig an drei verschiedenen Tischen gespielt wird. Hier kreuzen sich viele unterschiedliche Interessen. John Dully war das Ziel von etwas, das zunächst wie eine kleine Intrige aussah, was aber massive Folgen hat. Wenn es einen Deutschen, einen Franzosen oder einen Spanier betroffen hätte, wäre die Sache anders gelaufen. Selbst der schlimmste Verbrecher erhält die Gelegenheit und das Recht, sich zu verteidigen und zu erfahren, was ihm überhaupt vorgeworfen wird. John Dully ist ein offener Mensch, dem man durchaus eine gewisse Naivität bescheinigen kann. Er wurde von seinem Land als Kommissar nach Brüssel geschickt, hatte aber nicht die Unterstützung seiner Regierung. Das alles sind ziemlich gute Voraussetzungen für ein solches Desaster. Und dieses Desaster hat hier begonnen, in Peppis Pizzeria. Der Inhaber ist ein Parteifreund von Dully und unterstützte 2008 seine Wahlkampagne. Nach jetzigem Erkenntnisstand hat die schwedische Tabakindustrie ihm Geld dafür geboten, dass er Kontakt zum Gesundheitskommissar herstellt. Da der Wirt derzeit in Malta wegen Bestechlichkeit vor Gericht steht, will er nicht, dass wir seine Aussagen aufzeichnen. Aber im Gespräch mit uns bestreitet er nicht, 60 Millionen Euro vom Tabakhersteller Swedish Match gefordert zu haben. Es sei aber nie um Dully und die Tabakrichtlinie gegangen. Swedish Match habe ihm vielmehr einen Job in Aussicht gestellt.
Swedish Match erzählt eine andere Geschichte. Und zeigte Dalli, der die Brüsseler Tabakrichtlinie nicht ändern wollte, bei der EU-Kommission an. In seiner eigenen Nationalpartei gilt Dalli als Querkopf. War es ein Zufall, dass seine Schwierigkeiten ausgerechnet in dem Moment begannen, als das Land vor Neuwahlen stand? Gerüchte machten die Runde, der Gesundheitskommissar wolle zurück in die nationale Politik, vielleicht sogar den Parteichef beerben. Bei den Wahlen im vergangenen März bekam seine konservative Partei die Quittung für parteiinternen Streit, Filz und Vetternwirtschaft. Nach 15 Jahren wählten die Maltesen die sozialistische Labour-Partei in die Regierung. John Dalli ist den Konservativen treu geblieben, obwohl bis heute keiner seiner Parteifreunde öffentlich für seine Rehabilitierung eingetreten ist. Er wehrt sich nun vor Gericht und hat die Tabakfirma Swedish Match wegen Verleumdung verklagt. Ich freue mich, dass ich so viel Unterstützung durch meine Familie erfahre und durch meine Landsleute. Sie machen nicht mich dafür verantwortlich, dass der Name meines Landes in den Dreck gezogen wurde. Heute ist Malta, die einstige Pirateninsel im Mittelmeer, ein beliebter Finanzplatz. Auch die Glücksspielindustrie blüht, denn die Steuern sind niedriger als anderswo. Das zog viele schwedische Unternehmen an. So entstand am Rande der EU ein Klima, wo südländische Märchenerzähler und nordische Geschäftsleute manche unheilige Allianz eingehen.